Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Gronau. Die iNova Group, international führender Auftragshersteller und Entwickler für die Pharma- und Healthcare-Branche, restrukturiert ihren Bereich sterile Fertigung an ihrem Standort Gronau. Soll heißen, bei der Hauptpharma Wölfing GmbH in Gronau wird die Sterilproduktion eingestellt. Der Bereich soll bis Anfang 2024 geschlossen werden. Es sind ungefähr 200 Arbeitsplätze betroffen. Der Solida-Bereich, der die Fertigung von Tabletten und Kapseln umfasst, werde aber weitergeführt. Wie das Unternehmen mitteilte, wäre insbesondere durch neu in Kraft getretene zusätzliche Behördenauflagen eine aufwendige Modernisierung des Sterilbereichs erforderlich. Die notwendigen Investitionen wären erheblich, eine Wirtschaftlichkeit des Bereichs wäre demgegenüber auch zukünftig nicht gegeben. Der weitere Ablauf richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben. Sozialplanverhandlungen werden in Kürze aufgenommen. Das Unternehmen ist bemüht, in enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Betriebsrat sozialverträgliche Lösungen für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu finden und sie bei der Entwicklung neuer Perspektiven zu unterstützen. Nach intensiver Prüfung verschiedener Alternativszenarien mussten wir diese Entscheidung treffen. Als etablierter Standort für feste Darreichungsformen fokussieren wir uns künftig auf die aussichtsreichen Projekte in diesem Bereich. Das stärkt unsere Marktposition und die Wirtschaftlichkeit, erklärt Dr. Frank Kübker, Geschäftsführer am iNova-Standort in Gronau. In allererster Linie ist die heutige Mitteilung für die betroffenen Arbeitnehmer fatal und dramatisch. Auch für die Kommune und die ganze Region ist der Verlust von diesen vielen Arbeitsplätzen ein herber Schlag, sagt Samtgemeindebürgermeister Volker Senftleben. Gleichzeitig sei er erleichtert, dass der Standort nicht gänzlich verloren geht und zumindest rund 50% der Belegschaft eine Zukunftschance hat. Jetzt mal ein paar gute Nachrichten. Eifelt, Dieter Schlegels Gartenwelt aus Eifelt ist ab sofort neuer Kooperationspartner von Leine Bergland TV. In Zukunft werden wir über all unsere Kanäle über das Angebot und die Dienstleistungen des Garten- und Landschaftsbaubetriebes berichten und natürlich auch darüber, welche Arbeitsmöglichkeiten Ihnen dort geboten werden. Wenn Sie Näheres über Dieter Schlegels Gartenwelt erfahren möchten, können Sie einen digitalen Blick werfen unter galabau-eifelt.de oder Sie fahren einfach mal hin ins Eifelter Gewerbegebiet Limmer in die Liebigstraße Nummer 6. Eine besonders gute Gelegenheit bietet sich Ihnen am Samstag, den 15. April. Dann nämlich wird dort groß gefeiert, denn dann jährt sich die Selbstständigkeit von Dieter Schlegel zum 25. Mal. Das sollten Sie sich schon mal notieren. Hallo, willkommen bei Dieter Schlegel. Am 15.04. haben wir unser Jubiläum. Es lohnt sich vorbeizukommen. Ihr Maulwurf-Team. Bis bald. Eifelt, aus einem Gespräch zwischen Mieter und Vermieter sind frisch renovierte Gebäude an der Leinstraße in Eifelt entstanden. Die Firma Kind wollte ihre beiden Geschäfte in Eifelt zusammenlegen und sprach mich darauf an, erläutert Thomas Fiedler, Eigentümer der Immobilie Leinstraße 18, in der die Firma bisher ihr Optikgeschäft betrieb. In seinem Geschäft sei die Quadratmeterzahl leider nicht ausreichend gewesen, so habe er den Kontakt zu Lars Rogge hergestellt. Beide sind in der Standortgemeinschaft Innenstadt aktiv. Wir konnten so einen guten Teil der Leinstraße wieder mit Leben füllen, sagte Lars Rogge. Die leerstehenden Gebäude Leinstraße 9 bis 11, ehemals Ihr Platz und Süßes Kaufhaus sowie Brüderle, wurden saniert und sind größtenteils wieder mit Leben gefüllt. Es besteht durchaus auch weitere Nachfrage von Filialisten, die in Eifelt Räume suchen, so der Immobilieninvestor. Auch die Firma Schumann sei von sich aus an ihn herangetreten. Dass die sanierten Flächen so schnell vermietet werden konnten, hat mir gezeigt, dass die Ladeninhaber an den Standort glauben, so Lars Rogge. Mit der Sanierung der Objekte Leinstraße 9 bis 11 ist die Aktivität von Lars Rogge aber noch lange nicht beendet. Die Gebäude Kurze Straße 9 bis 11, Winde 3 und Leinstraße 12, ehemals Volksbank, werden ebenfalls ein neues Gesicht erhalten. Sobald die Volksbank die Räume verlassen hat, beginnen wir mit dem Umbau. Etwa 1500 Quadratmeter Büro- und Ladenfläche sollen voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 fertiggestellt sein, erklärt er. Gronau, wer sind eigentlich die Menschen, die im Johanniter Krankenhaus Gronau arbeiten? Zum Beispiel sind es Lea und Lisa. Bitte sehr. Hallo, ich bin Lisa. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin im Johanniter Krankenhaus Gronau und arbeite in der zentralen Notaufnahme.
Ich bin Lea, arbeite auch im Johanniter Krankenhaus in Gronau und bin die Leitung der zentralen Notaufnahme. Und wir nehmen euch jetzt mal mit an unseren Arbeitsplatz. Den ganzen Beitrag sehen Sie bei uns auf leineberglandtv. Schauen Sie mal rein. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, lohnt es sich auch immer auf leineberglandtv mal nach interessanten Jobs oder Ausbildungsstellen zu schauen. Hier unsere aktuellen Gesuche. Duingen, das Autohaus Duingen sucht Verstärkung. Bitte sehr. Mein Name ist Marita Beining. In der Diakonie bin ich schon seit fast 42 Jahren, seit 2011 jetzt hier im Haus. Vorher war ich in der Poppenburg, bin Heilerziehungspflegerin und bin tätig hier in der Wohngruppe für den ganzen Tagesablauf. Von morgens, vom Aufstehen bis abends zum Bettgehen. Wir sind hier in Osterwald, Steigerbrink 26. Das Haupthaus ist direkt vorm Wald und dieses hier ist eine Wohngruppe mit 7 Herren. Also hier im Haus wohnen 5 und 2 haben drüben im Haupthaus ein Apartment. Ne, zuerst mal die Freude, überhaupt mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ich denke, das ist erstmal ganz wichtig. Man muss kommunikativ sein. Man muss bei den Leuten auch mal durch Gestik und Mimik schon mal lesen, was sie möchten. Denn was sie sagen oder was die Gestik aussagt, ist nicht immer unbedingt das Gleiche. Da würde ich mal sagen, da wächst man aber dann mit der Zeit rein. Aber da muss man schon mal ein bisschen sensibel sein, um sowas dann eben auch abzutesten. Wir würden uns freuen, wenn du zu uns ins Team kommst. Wir freuen uns, wenn Sie zu uns ins Team kommen. Wir haben Max Busch von der Firma Dach und Solarbautech aus Delixen gefragt, ob man bei Ihnen auch mal zur Probe arbeiten kann. Hier seine Antwort. Einige würden jetzt sagen, ne, das ist die Firma von meinem Vater. Du machst das jetzt hier nur, diese Werbung, weil die Firma vielleicht deinem Vater gehört. Aber das ist auch gar nicht so. Wir haben da unten noch einen anderen Lehrling. Vielleicht wird er sich das nächste Mal auf ein Interview entscheiden. Der war jetzt einfach nur ein bisschen unsicher, vor der Kamera so zu stehen. Aber der ist genauso voller Elan. Der macht gerade unten die Fassade weiter. Der hat da Bock drauf. Das macht den Leuten Spaß. Und wenn die zum Probearbeiten kommen, dann sollen sie sofort kommen. Wir sind da sofort offen und jeder ist herzlich willkommen. Der Arbeiter-Samariter-Bund Hildesheim-Hameln-Pyrmont sucht Teamplayer für verschiedene Bereiche. Da ist vielleicht auch etwas Passendes für Sie dabei. Deshalb schauen Sie bitte für die weiteren Details und aktuellen Stellenangebote auf die Webseite www.asbhildesheim.de/Stellenmarkt. Die Firma Wolfservice Elektromaschinenbau aus Eifelt sucht einen Landmaschinenmechaniker, einen Elektroinstallateur und einen Auszubildenden als Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik sowie einen Auslieferungsfahrer. Für alle gilt, egal ob M, W oder D. Alle Bewerbungen bitte schriftlich an Wolfservice Elektromaschinenbau zu Händen Thomas Fischer, Brunkerstieg 2 in 31061 Eifelt. Ich bin unheimlich gerne bei Paarland, weil ich unser Team so liebe. Das Johanniter Krankenhaus Gronau sucht medizinisch-technische Radiologieassistenten oder medizinische Fachangestellte mit Röntgenschein. Natürlich wie immer MW oder D. Nähere Infos erhalten Sie über den QR-Code oder telefonisch unter 051 82 583 140. Alle Anzeigen finden Sie natürlich wie gewohnt
auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Webseite www.leinebergland-tv.de. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder folgen Sie uns auf Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, Xing und oder Twitter und schauen Sie auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Infos aus unserer Region, Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern ein Like da.